Gut. Zurück. Hab das aktuelle Resource Pack runtergeladen. Ich hoffe, dass jetzt hier die Fehler behoben sind. Und werde jetzt mal hier weiterbauen. Ich warte mal, wie schaut es aus, wenn ich daher gehe? Dann habe ich hier meinen Weg. Dann komme ich hier direkt rein. Ich probiere schnell was aus. Ja, ich lasse es da vorne. Und werde dann hier einfach mal meine Standardbreite und so durchführen. Vielleicht sollte ich mir erst den Weg zu Ende bauen. Ich glaube, natürlich wäre ich besser. Aber wenn ich mir das so anschaue, das wäre jetzt das Haus ja quasi hinterm Pferdestall verschwunden. Weiß nicht, wie das ausschaut. Ich hole jetzt erstmal Kies. Hilft da jetzt nichts. Ich muss den Weg einfach mal nach vorne bauen. So grob halt zumindest. Damit ich eine bessere Orientierung habe. Hier gehe ich hoch. Das machen wir mal so. Ach, gehen wir daher. Dann laufe ich quasi ein bisschen Terraforming. Ein bisschen schräg möchte ich auch kommen. Hier so. Diese geraden Wege ist nicht so meine Welt. Mal schauen, wie es ausschaut. Okay, da muss noch ein Block weg. Hier ist zu schmal, nehme ich den hier. Und hier auch. Ja gut, da lasse ich mir noch was einfallen. Aber das Haus wird ja doch noch ein bisschen breiter. Ne, ist jetzt sogar erstmal egal. Du gehst mal weg hier. So, wenn ich dann jetzt hier... Ich möchte gar keinen so einen großen Eingang machen. Wenn ich jetzt hier meinen Kies mache, meinen Weg, dann brauche ich eine Zweiertür. Ich möchte so einen kleinen Hintereingang schaffen quasi. Das ist nicht, das war falsch. Ich möchte es so hier gehen und zwar. Wo ist meine Erde? Ich muss sicher ein wenig lauter machen. Hier die grausige. Eins, zwei, drei. So, wenn ich jetzt dann hier meinen Weg da rein mache. Ach, das war auch zu viel. Mensch, was ist denn los hier? So. Genau, dann kann man gleich hier rein. Dann muss ich jetzt oben drüber noch einen Block setzen. Ich habe hier ein Tanzgerüst. Wieso laufe ich denn da innen drin? Genau, hier kommen dann die Stufen. Vielleicht setze ich die noch sogar ein bisschen weiter vor. Oder ich gehe komplett da ein wenig weiter runter. Mal schauen. Ich lasse das jetzt auf jeden Fall mal so. Eins, zwei, drei, vier. Einmal runter, nochmal runter. Das Gerüst kann ich eigentlich schnell wegklopfen. Das geht am schnellsten mit der Axt. Die ist da kaputt, oder? Neun. Aber so. Natürlich wieder mit der Feder aufgemacht.
Hafen. Da sieht es jetzt, ne? Die Textur hat sich geändert in dem neuen Resource Pack. Weiß ich nicht, ob ich so glücklich bin mit dem Roten. Wobei für mich ist es natürlich schon besser, wenn ich das Laub unterscheiden kann, das Oak Leaves. Das ist da wohl zu weit weg, oder was? Oak Leaves, das ist auch Oak Leaves. Hä? Hä, wo ist jetzt da der Unterschied? Keine Ahnung. Ich lasse es mal so. Werden wir sehen. Hier drin, hier mache ich auf jeden Fall keinen Inneneingang, sondern sollte ein Fenster rein. Hey, das schaut voll gut aus hier. Die verbinden sich ja. Aha. Blub, blub, blub. Komm her. Sammel alles ein hier, Junge. Ich glaube, ein Zweierhaus reicht. 1, 2, 3, 4. Und dann mache ich hier auch so die Mauer rein. Aber du kriegst kein Fenster. Ich mache hier erstmal 1, 2. Aha, okay. Ist das da hier und das so. Dann würde ich sagen, machst mir die andere Seite. 3, 4, darunter. Und auch hier gehe ich. Da kann ich eigentlich. Das kann ich eigentlich so lassen. Mal da weg hier. 1, 2, 3. Halt, das war wieder mal Fehler. Einmal, dann würde ich jetzt quasi hier noch verbinden müssen. Komplett. Weißt du was, das mache ich nicht mehr, sonst kann ich mich nicht orientieren, wie es ausschaut am Ende. Wobei, da will ich gar nicht weiter vorgehen. Man erkennt es immer erst, wenn der Boden drin ist, dann wird es besser. So. Schnell mal schauen. Hier eins. Was ist denn das hier für ein Stein? Jetzt habe ich so ein Viereck. Ich glaube, da werde ich erstmal den Boden reinzimmern. Einfach für mich nur, damit ich einen groben Überblick habe. Da könnte ich doch, da ich das jetzt so blöd gebaut habe. Werde ich mal hier so da wenn der erste Boden drin ist, dann schaut es ganz anders aus. Ich brauche zwar noch einen Eingang dann unten, dass ich irgendwie reinkomme und Treppen dann, die nach oben führen, aber das mache ich alles. Mache ich alles, verdammt. Wenn es soweit ist. Obwohl Eichenholz müsste ich vielleicht dann auch irgendwo nochmal schlagen. Oder ich kaufe es mir einfach. Hier 1, 2, was, komm her. Machen wir alles. Ziemlich still heute, ne? Ich rede zu wenig. Typische Folge. Nehme ich eigentlich auf? Ja. Okay. That's fine. Ich hoffe mal, meine Schnittsoftware kommt demnächst, damit ich auch hier wirklich mal loslegen kann. Wie habe ich das gemacht? Ich glaube, hier immer in jeder Ecke, ne? Dann bei dem Pfosten. Ist hier der Pfosten? Weiß ich jetzt nicht. An. 1, 2, 3, hier. Okay. Und da kommt ja dann immer so ein Balken nach oben. Oh, wäre das hier zu eng? Nö, das passt schon. Eng ist gut hier. 1, 1, 2, 3, hier.
Und da und hier und du gehst weg. So. Die Höhe bestimme ich dann später. Ich will jetzt erstmal grob schauen, wie es wirkt. Und ich hatte vor, hier einen, ja, so Bäckerei oder Metzgerei oder allgemein so eine Art, ja, kleines Handelshaus reinzulegen, wenn man mit dem Schiff ankommt, dass man sie quasi, ja, dass man hier shoppen kann. Was mache ich hier jetzt mit dir hier? Lass ich es erstmal so Natur belassen. Genau. Aber da mich das nicht so flasht und ich gerne ein zweites Haus haben möchte. Habe ich da drei, dann müsste ich theoretisch. Müsste ich das mit ausnutzen, ne? 1, 2, 3, da wäre ich hier. Ich muss jetzt kurz ein bisschen umdenken. Bin ich dann auf derselben Höhe? Ja, eigentlich egal, ne? Und dann brauche ich wieder 3, 1, aber da brauche ich eine Mauer erst einmal dazwischen. Und zwar, wenn das Holz da drauf ist, brauche ich hier unten drunter die Mauer. Ich klopfe das mal weg da. Bin ich jetzt auf der Höhe? Ja, ne? Ich bin jetzt auf der Höhe. 1, 2, 3. Jetzt da das Karton, dann müsst ihr da. Also das haue ich jetzt erstmal weg, das stört mich. 1, 2, 3, 4. So, dann würde ihr theoretisch da an die Ecke und an die Ecke ein Holz kommen und ihr dürft wieder ins Körbchen. Ja, schön. Schau, wenn man sie von unten abbaut, gehen sie automatisch kaputt und von oben wollen sie nicht kaputt gehen. Macht ja nichts. Das ist jetzt dann 1, 2, 3, 4. Dann muss ich natürlich hier bis runter gehen. Klar. 1, 2, 3, 4 und hier. Das mache ich mal weg. Kommt eine Mauer rein. Fenster lasse ich jetzt hier auch mal weg. Wobei, warte mal, ich wollte doch hier so einen Eingang reinmachen, ne? Wobei, der kann hier in der Mitte. Das stört nicht. Dann mache ich mal das hier noch weg. Und das hier noch weg. Ja, aber jetzt hier Fenster reinkommt. Ich denke, da kommt ein Fenster rein. Muss ja alles ausbuddeln. Und hier mache ich auch mal so ein Kellerfenster. Natürlich wieder keine, nicht genug Steine. Das bedeutet laufen. Dann nehme ich ein bisschen mehr mit. Stille Nacht. Also ich denke, hier werde ich auf jeden Fall Musik einblenden. Ist ja grausig, wenn es so still ist und im Hintergrund nichts läuft. Oder, was sagt ihr dazu? So, dann habe ich jetzt hier 3, ja, her, 4, 1, 2, 3, machen wir das Beste draus. Also einmal hier, da und dort. 1, 2, 3. Dann wäre hier nochmal eine Säule.
Und soll ich das jetzt wegmachen wegen dem Haus? Das muss ja sowieso weg hier drin, oder? Oder ich denke schon. Das kann ja bleiben, aber. Ah, das muss ja auf jeden Fall weg. Ich bin da mehr etwas zurückhaltend mit dem Zerstören. Vor allem mit der Schaufel zerstören. Will ich mir das wirklich antun? Alles mit der Hand. Na, ich wollte die Musik nicht einblenden. Ich wollte die Musik nicht einblenden. Vielleicht kann ich in der Datei etwas austauschen, damit es nicht immer so diese spannende Musik gibt. Steinchen klopfen. Ich setze trotzdem hier mal 1, 2, 3, 4. Und da muss ich ja darüber. Also gut, Schaufel hat gewonnen. Die Schaufel hat gewonnen. Ich habe doch hier irgendwo eine Schaufel, Mann. Hier, ich wusste doch, ich habe eine Diamantschaufel. Dann fix raus zum Arbeiten. Immer schön die Türen schließen. Mich würde mal interessieren, wie ihr das macht, wenn ihr jetzt ins Rollenspiel eintaucht und... Ich muss noch mal, nach Hause, tut mir leid. Wenn ihr ins Rollenspiel eintaucht und... Ihr unterhaltet euch mit jemandem, notiert euch das, was ihr jetzt zu dem gesagt habt. Weil ich, wenn man sich jetzt mit viele... Oh, Haltbarkeit 3. Oh, das mache ich. Kann ich das nicht machen? What the fuck? Ach, ich brauche Lapis noch. Mann. Deswegen ist es auch ausgegraut, wa? Ich glaube, 3 Stück waren das immer. Ich bin einfach schon zu alt. Für Minecraft. Ah, jetzt leuchtet auch etwas heller. Haltbarkeit. Ich nehme das jetzt einfach mal. Oh, und FE4. Ja, das ist ja... Ui. Da geht es jetzt hier flott von der Sohle. Ah, Behutsamkeit wäre natürlich schöner gewesen. Könnte ich mir wegen Potzoll und so abbauen. Aber ich habe noch ein paar Löffel und die werde ich dann schon dementsprechend verwenden oder verbauen. Ich könnte eigentlich hier drin... Ne, mache ich nicht. Also das muss auf jeden Fall... Ui, das geht ja hier schön. Aber nur auf Erde, gell? Ja. Ich muss nicht so viel wegklopfen. Machen wir mal hier... Ränder noch. Wie weit geht jetzt das Haus hier? Eigentlich bis hier. Ach, was. Die setze ich dann wieder hin, wenn es soweit ist. So. Weg. Und ihr auch. Da soll ja schließlich ein Fußboden irgendwann mal rein. Mache ich den gleich rein. Dann kann ich eigentlich... Aber es wäre ja unnützer Verbrauch von Material. Und wenn ich hier jetzt schon im ersten Stock bin, dann wäre ich doch drüben auch schon im ersten Stock. Okay. Jetzt muss ich mal schnell mal überlegen. Hier kommt 3-mal, brauche ich 4-mal, dann kommt eigentlich immer... Am vierten Block. 1, 2, 3 am vierten Block. Genau. Das heißt, hier ein Stein, da ein Stein.
Einmal hier, jetzt soll ich keine Nägel einstecken. Und was kommt dann da oben entlang? Eigentlich Holz. Eigentlich Holz. Einmal, zweimal, dreimal. Ach, weißt du was, ich nehme Erde. Lässt sich leicht herausklopfen. Dann kann ich ja hier noch hoch und daran. Und dann eins, zwei. Eins, zwei. Erde. Erde. So. Das war schon mal ein Fehler. Ja, aber Fehler. Das muss auf jeden Fall hoch. Da an der Ecke. Und wenn das an der Ecke ist auch, dann bin ich dort da vorne auch schon falsch, gell? Ja. Okay. Siehst du? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, Block. Und das da. Eins, zwei, drei. Hier geht's komplett hoch. Und hier auch. Eins, zwei, drei. Bum, bum. Bum. Okay, schaut, habe ich schon mal einen vergessen hier vorne. Eins, zwei, drei, vier. Gut, macht der nächste. Zwei, drei. Ich hoffe, ich habe genug Holz mitgenommen. Eins habe ich. Zwei, drei. Und hier. Genau. Dann habe ich mein erstes Viereck. Wobei, warte mal. Ich brauche eine, jetzt komme ich nicht runter, wa? Ohne mich zu verletzen. Verdammt. Doch, geht. Wenn ich jetzt hier dasselbe mache. Eins, zwei, drei. Ich mache jetzt einfach mal. Ich denke, das passt schon so. Eins, zwei, drei. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Halt, 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 halt. Hier so. So. Eins, zwei, drei. In der Bäckerei. Ich glaube, da werde ich gleich nochmal reingehen müssen. Ein bisschen Holz holen. Verfrisst doch etwas, verbraucht doch etwas mehr an Material, wie ich gedacht habe. Jetzt habe ich nur noch vier. Reicht natürlich nicht aus. Drei und... okay, damit ich mich nicht verletze. Gehen wir nochmal nach Hause. Dann nehme ich mir aber gleich... Dann nehme ich mir... Ich könnte mir natürlich auch etwas mehr Holz mitnehmen. Um gleich die Querträger einzubauen. Ein Schiffchen werde ich mir noch bauen da vorne und einen kleinen Hafen. Was kommt denn eigentlich da rein? Das kann ich schon lassen. Das mache ich jetzt mal weg. Ich gehe jetzt mal daher mit. Ich setze jetzt trotzdem da so eine Eichenholztafel hin. Eins, zwei, drei. Bin ich schon am Eck? Ja, ne? Das ist schon das Eck. Okay. Vier. Zwei, drei, vier. Okay. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich hier überhaupt zu mache. Ich glaube, dass ich das wahrscheinlich wieder abreißen werde, weil, wenn ich mir das so anschaue, dann habe ich hier zwei einzelne Häuser. Das heißt, es wäre hier eine Mauer und da eine Mauer und da kann ich ja nirgendwo rein. Das würde ja bedeuten, ich muss eigentlich, das kann ich eigentlich auch gleich machen, ich muss eigentlich hierher gehen. Und das zumindest so machen. Die lasse ich drin. Und die Balken. In welche Richtung gehen wir denn? Das Dach kommt so. Dann kommt hier der Querbalken als Hauptlastträger.
und der Querbalken hier. Natürlich in der Mitte auch, klar. Dasselbe machen wir dann hier. Wenn da die Spitze ist, dann ist da die Spitze, dann gehen wir in die Richtung. Und in die Richtung. Und mit Holz natürlich. Okay, ein Boden. Lass ich jetzt mal offen. Ich bin am Überlegen, ob ich ein wenig mit Spielen, mit den Farben, mit der Keramik. Vorne habe ich ja weiße Keramik verwendet. Wahrscheinlich mache ich das hier auch. Und vom Boden her. Na komm. Scheiß drauf. Mache ich gleich. Was man hat, das hat man, denke ich, immer. Das kann ich ja lassen. Ich mache jetzt ja auch mal ganz normal einen Holzboden rein und schaue ich mal weiter. Oh, warte mal, was mache ich hier? Oh. Warte mal schnell hier, das innen. Dann bin ich doch schon hier falsch, Mann. Okay, dann ersetze ich. Ah, zähl mal hier, Junge. Oh, das ist Kohle. Die Kohle, aber die nehme ich später, weil ich jetzt meine Spitzhacke nicht einstecken habe, meine Glückshacke. Ich mache jetzt erstmal hier oben einfach einen Boden drauf. 3, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1. Das heißt, hier ist doch die Begrenzung. Das ist jetzt mal egal, jetzt ob ich jetzt hier Material verbrauche oder nicht. Man soll ja nicht überall sparen. Da kann ich dann auf jeden Fall so einen Kellereingang oder Seiteneingang reinmachen. Ah, habe ich wieder nichts. Verdammt. Dann mache ich die auch mal gerade fertig. So. Okay, Holz habe ich jetzt keins. Mehr Scheibenkleister, schade, meine ich. Weißt du, was ich mache? Ich werde es nicht hier als Holz bauen, sondern ich werde mir hier einen Durchgang machen. Hier kommt ein riesen Rauchschlot rein. Ja, hier mache ich einen Rauchschlot rein. Der dann quasi Bäckerei mit Metzgerei verbindet. Ja, so machen wir das. Entschieden. Ruhig. Hier doch mal so. Habe ich da noch halbe Stufen? Nee. Gut, Nägel holen. Oh, meine Tür ist offen. Meine Tür ist offen. Nee, was war denn das? Hä? Hä? Ich habe da Fenster eingebaut. Ist hier jemand in mein Haus eingedrungen? Ich habe da Fenster eingebaut. Das lasse ich jetzt gleich mal überprüfen. Wir haben eh schon wieder die Folge rum. Man sieht sich bei der nächsten.